So, herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal und zwar heute die Partie Schweden gegen Polen, also Forsberg gegen Lewandowski. Ja, und ich bin da mal echt gespannt. Also ich hoffe, dass Polen gewinnt mit Lewandowski, aber den Schweden gönne ich es natürlich auch. Ich gönne es jedem, außer die, wo wirklich abkacken, wie die Türkei. Ja, sorry Leute, sollte nicht so klingen, dass ich sie nicht mag, aber ja. So, dann würde ich sagen, wir starten direkt in die erste Halbzeit. Und ich hoffe auch, dass es kein Unentschieden gibt. Also kein 0-0. Gestern die Orakels sind ja gut ausgegangen. Also kein 0-0. Gott sei Dank. So, ich bin jetzt gespannt. So. Wir haben die Niederländer hier mit De Ligt und De Vrij. Die spielen im Moment, steht 3-0 für die Niederländer. Dann haben wir hier Schottland, Gallagher. Dann haben wir hier das Portugal Logo, also als Shiny Sticker. Dann haben wir hier die Slowakei mit Lobotka. Und dann haben wir die Schweden mit Swanberg. Und das ist das 1-0 für die Schweden. Und dann kommen wir schon zum zweiten Stickertütchen in diesem Orakel. So. Da haben wir die Schotten mit Ryan Check und John McChin. Dann haben wir Portugal mit Pepe und Guerrero. Dann haben wir hier Ungarn mit Nikolic. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Dann haben wir wieder Ungarn mit Adam Lang. Und der letzte Sticker ist hier Spanien mit José Gaya. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Ja, also wenigstens kein 0-0. Das ist schon mal sehr gut. Und Schweden führt hier 1-0. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier jetzt noch irgendwie vielleicht Lewandowski ziehe oder mal gucken, Zielinski. Mal schauen. Oder ich ziehe noch Forsberg oder sonst irgendjemanden. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Jetzt bin ich gespannt. So. Der erste Sticker ist hier ein Schotte. Gordon. Dann haben wir hier Niederlande mit Depay und De Jong. Dann haben wir hier Nordmazedonien. Alioski. Dann haben wir Spanien mit Fabian Ruiz. Und dann haben wir in Polen Piatek, oder wie der ausgesprochen wird. Und das ist das 1-1. Ja, übrigens kein 0-0 hier. So, wir kommen zum letzten Stickertütchen in diesem Orakel. Hoffentlich gibt es hier die Entscheidung jetzt. Wir haben von der Türkei einen Shiny-Sticker hier. Dann haben wir Finnland mit Taylor. Dann haben wir hier Spanien mit Sergio Busquets. Dann haben wir die Ukraine mit... Ach du Scheiße. Mykhailichenko. Boah. Dann haben wir hier die Schweiz mit Zakaria. Und das war's. So, das Orakel sagt hier 1-1 zwischen Schweden und Polen. Ich weiß gar nicht, wenn das so ausgehen würde, was dann passieren würde. Ich gucke mal gerade, wie die Tabelle aussieht. So, die Tabelle sieht so aus.
Also Schweden ist im Moment Erster mit 4 Punkten, die Slowakei mit 3 Punkten, Spanien hat 2 und Polen 1. Wenn Polen jetzt 1 Punkt hätte, wäre es ganz schwierig. Ja, also müsste Spanien ja verlieren. Oh, ja, das ist immer so eine Rechnerei. Tja, also 1 zu 1. Okay, da würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel. Heute kommen noch 3. Ja, bin ein bisschen lost im Moment. Nee. Das von der Wärme. Okay, da würde ich sagen, bis später. Und auf Wiedersehen.